Servus, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde Sunkenland mit Voucher und mit Malderle. Schön, dass ihr da seid. Ich habe aufgeräumt, ich habe verstaut, ich war noch mal Erze holen und wir müssen nachher mal am Lager vorbei. Heute looten wir erstmal den Spot fertig vom letzten Mal. Ich weiß gar nicht mehr, wie hieß denn der? Der war da unten irgendwo, gell? Der Parkplatz. Nach dem Parkplatz fahren wir ganz kurz zum Lager. Und ich habe nämlich am Lager Respawn gehabt, konnte super viel Metallschrott sammeln. Und da war auch eine rote Kiste Respawn mit den Ritzeln drin. Also die respawnen jetzt mittlerweile wirklich. Und ich habe die, weil das Inventar voll war, nicht ganz ausgeräumt. Jetzt will ich das auch mal angucken, wenn man zum Beispiel die rote Kiste nicht ganz leert, ob da auch Ritzel nachspawnen. Ich würde das allerdings nicht nutzen. Ich will es nur einmal gesehen haben, dass ich halt so ein bisschen ein Gefühl dafür kriege, weil ich habe ja im Prinzip wenig Ritzel. Wenn man das dann so machen würde, könnte man sich natürlich da nochmal einiges rausholen. Hier drüben. Und als ich da so looten war, waren auch Kisten respawned und ich war in der Lage, uns eine Kleinigkeit zu sichern für die Base. Passt zu unserem Eingang. So, guckt euch das mal an. Ich habe hier Metallschrott drin und ich habe hier Metallschrott drin. Und ihr wisst, das nächste große Bauprojekt wird morgen dann sein. Wird die komplette Umrandung mit Spikes, beziehungsweise mit Stacheldraht. Spike-Reihe haben wir ja schon, die erste. Die zweite kann dann folgen. Jetzt pass auf, ich muss kurz was essen. Ich habe jetzt extra den Tag frisch gestartet, dass wir gemeinsam los können. Nehmt ihr mal noch eine Kleinigkeit. Ja, so Fischl. Ein Fischerl. Und dann gehen wir erstmal gemütlich zusammen looten, bis die Taschen voll sind. Ja, also die wird komplett rumgezogen. Und ich vermute, Leute, dass wir wahrscheinlich hier oben drüber einen Laufrand machen, der dann mit der Base verbunden ist und ich dann an den Fronten direkt kämpfe. Das von da oben, das finde ich irgendwie was anderes, wird mit der Zeit mit Sicherheit auch langweilig. Natürlich würde ich es gerne mal testen, wenn wieder ein Angriff kommt, machen wir das auch. Aber ich nehme an, dass wir hier am Eck jeweils vier stabile Türme haben. Wahrscheinlich ziehen wir dann hier auch noch eine gescheite Mauer rum. Beziehungsweise, das will ich jetzt noch nicht zusagen mit der Mauer. Das kann nämlich sein, dass das dann einfach auch den Rahmen sprengt von dieser Runde hier. Aber das wäre so die Idee einfach. Ne? So, jetzt kennen wir natürlich den Weg schon zu unserem Spotty. Und ich würde jetzt einfach sagen, kurz bevor ich da bin, hole ich euch wieder rein. Und dann machen wir mal das Ding schön sauber. Jetzt bin ich mal gespannt. Nicht, dass da schon Respawn ist, weil ich habe ja keine Fahne gesetzt. Und wenn ich da so rüberlinse, habe ich das Gefühl, da steht schon der Erste. Nee, ist nur ein Baum. Ist nur ein Baum. Nächster Spot, den wir machen, ist entweder tatsächlich die Hochhausgeschichte oder diese Tankstelle. Bei der Tankstelle habe ich das Gefühl gehabt, ich musste öfter schießen, bis ich den Typ da erwischt hatte. Ich könnte mir vorstellen, dass wir da vielleicht ein bisschen mehr in die Action reinkommen. Ansonsten morgen werde ich auf jeden Fall mit euch komplett die Stacheldrahtgeschichte ziehen und ich will oben den Gimmickraum streichen, den Boden, sodass wir schon mal die ersten Sachen, die wir haben, aufstellen können. Möbel bauen und so, das machen wir irgendwann zum Schluss, aber wir haben so viel Zeug. Lampen, ich will das einfach mal hinstellen, gucken und dann einen Raum draus formen, ne? So, jetzt müssen wir mal gucken, Leute. Es ist auf jeden Fall wieder Erz da. Weil wenn du... Ich könnte mir schon vorstellen, wenn du halt jetzt keine... Also so empfinde ich es momentan. Wenn du keine Fahne aufstellst, respawnen auch die Feinde. Wenn du eine Fahne aufstellst, respawnt nur der Loot. Das heißt, es gibt wahrscheinlich zwei Trigger. Einmal Loot respawnen und einmal Feinde respawnen. Und wenn du jetzt lang genug nicht auf so einer Insel warst, denke ich mal, hast du halt beides wieder drauf. Was ich ganz okay finde, dann kann man sich die geilen Spots irgendwie... Wenn man will, ohne Fahne, dann hast du auch immer mal ein bisschen Action zwischendurch, aber ist nicht so langweilig, ne? So, Taschen sind leer. Übrigens, den ganzen Metallschrott habe ich natürlich jetzt nicht im Respawn gelootet, sondern tatsächlich auch viel bei der Händlerin eingetauscht, ne? Jo, hier ist noch frei, aber da waren wir ja auch erst, ne? So, Leute, ich würde sagen, wir räumen einfach mal alles ab, was wir so finden. Der muss nicht auf 100% sein, der Spot. Aber so, hier Autos würde ich auf jeden Fall gerne mitnehmen. Und dann fahren wir rüber in die Lagerhalle und gucken mal, ob das Ritzelthema klappt. Weil ich habe jetzt wieder 7 Ritzel. Vielleicht können wir uns ja einfach mal zum Spaß ihmchen hier bauen, ne? Ah, feine Holzplanken. Den bauen wir auf jeden Fall, weil dann muss ich endlich mal die Säge bauen. Schon ganz oft von der Säge gelesen, aber nie selbst gebraucht, ne? Weil ich baue die Sachen natürlich, wenn ich sie brauche oder wenn ich sie cool finde irgendwie. Und so eine Säge. Eine Säge ist schon was Cooles, ja. Aber wenn du sie nicht brauchst, ne? Und schon habe ich automatisch Holz eingesammelt, hast du gemerkt? Ah, herrlich. Einfach eine gemütliche Lootrunde. Morgen machen wir ein bisschen Gebastel. Wie gesagt, ich rechne morgen auch mit einem Angriff endlich mal wieder. Einen Angriff hatte ich, muss ich sagen. Da habe ich es vergessen abzuschalten, weil manchmal farme ich einfach nur Erze ohne Angriffe. Warum sollte ich mir Angriffe geben, wenn ich... ja, wenn ich nur für mich unterwegs bin, um Sachen zu suchen. Und dann dachte ich, oh, wie cool, mache ich gleich eine Aufnahme. Bin raus aus dem Spiel, hab gespeichert, bin wieder rein, war der Angriff weg, ne? Das habe ich vergessen gehabt, dass die Angriffe abbrechen, wenn du ausloggst. Aber es ist so zumindest, dass die Mechanik noch da ist. Das kann ich jetzt bestätigen.
Und morgen werden wir dann das Geschütz oben einmal probieren. Kann auch sein, dass wir, je nachdem, mit den Ritzeln ist also Thema, du könntest theoretisch auch an jeden Turm, den ich jetzt bauen will, am Außeneck, könnte man so ein Geschütz draufstellen. Ne? Macht natürlich im Singleplayer jetzt nicht so super viel Sinn. Du kannst es ja abbauen und mitnehmen. Aber ich spiele ja so, als wenn jetzt irgendwann die Welt sich erholt und ganz viele Menschen plötzlich wieder hier sind. Und dann haben sie bei mir einen Stützpunkt, weißt du? So. Der Hans, der Georg, die Ursel und die Bärbel, die kommen dann morgens ans Geschütz. Das ist dann denen ihren Job, 8 Stunden. Dafür freie Kost, freies Zimmerle. Jo, hier, was machen wir damit? Nehmen wir mit, oder? Ach, jetzt habe ich es nicht aufgehängt. Ich habe es extra rausgeladen, weil ich es aufhängen wollte. Machen wir, wenn wir heimfahren. Ja, ich nehme das schon mit, weil ich brauche ja auch noch Stahlbarren. Da bin ich auch fleißig am Durchschmelzen. Wie gesagt, die Barren selber jetzt fürs Bauen brauchen wir nicht mehr. Ich glaube, ich habe soweit erstmal alles gebaut, was ich brauche. Sollten die mich jetzt irgendwann überraschen, dass ich Verstärkungen brauche oder so. Ich hätte gerne eine richtig massive Mauer. Mich wundert es eh, dass ich noch jetzt schon längst eine Mauer, eine Brücke gebaut habe. Wer mich jetzt länger kennt, weiß, das ist etwas ungewöhnlich. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Und jetzt haben wir ja auf jeden Fall, weil wir hätten dann 4 Brücken zur Mauer, weißt du? Das wäre ja so ein Kombo-Projekt. Ah, es ist einfach herrlich. 13.40 Uhr am Mittag. Du bist hier unterwegs. Der Spot ist clear gemacht. Keiner Modskeet mehr. Irgendwie hoffe ich auch, dass niemand mehr kommt, weißt du? Dass wir einfach hier so ein bisschen alleine bleiben, nur ein bisschen. So, hätte machen wir demnächst die Tankstelle. Ich glaube, die habe ich schon mal in den Kommis auch gelesen. Da war jemand sehr begeistert von der Tanke, was Loot angeht. Und die Feinde hatten mir zumindest den Eindruck gemacht, als könnten die ein bisschen was da. Hey, ja, guck mal, wir haben noch jede Menge Platz und ich habe schon jede Menge gesammelt. Habt ihr hier was drunter versteckt? Nee. Ich nehme gleich schon mal ein bisschen Holz mit. Ich schätze mal die Planken, die wir dann mit der Säge bauen. Fürs Boot. Hey, das Boot machen wir uns. Weißt du, was wir machen als Ziel? Wenn das jetzt klappt mit dem Respawn von Ritzeln, dann nehme ich die jetzt einmalig. Ich schmeiße die dann natürlich nicht weg, auch wenn ich es jetzt nur teste. Und dann bauen wir uns dieses Boot und fahren mit dem schnellen Boot zur Tanke. Da können wir ein bisschen trumpfen, weißt du, wenn wir dann ankommen im Elektroboot. So. Dann haben wir hier außen, glaube ich, so ziemlich alles. Da nehme ich jetzt mal noch ein bisschen Holz mit. Wie ist das Boot? Ist komplett leer. Können wir alles vollladen. Wir können ja auch mal wieder eine Lootrunde zusammen machen, weißt du. So eine gemütliche Mittagslootrunde bei den Sklavenhändlern hier. Also die Tiefgarage zum Beispiel mache ich keine Fahne hin. Ich fand die ziemlich cool zu machen. Und ich werde hier bestimmt ein-, zweimal Respawn auch irgendwann holen. Und da macht es dann schon Sinn, weil die haben ja auch guten Loot zum Teil, ne, die Jungs. So, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Hier unten habe ich offensichtlich noch nicht viel weggeräumt, ne? Wir haben immer noch Platz. Das war schon eine gute Geschichte, dass man mehr Platz hat. Und auch auf der Leiste unten und auch im Boot ist, glaube ich, eine Reihe mehr Platz, ne? Irgendwann beim Einräumen ist mir das letztens so aufgefallen, dass doch da mehr reinpasst. Boop. Ja, super schön. Jetzt haben wir auf jeden Fall weit mehr Metallschrott, als ich brauche für die Spikes, ne? 700 war Bedarf. In eine Kiste passen, glaube ich, 450. Bis wir heimkommen, sollten wir um die 900 haben. Was ja Sinn macht, denn wir brauchen es. So. Ich bin gespannt, ob das mit den Ritzeln klappt. Mir reicht es zum Beispiel jetzt, wenn ich weiß, okay, ich kann den Loot Respawn einstellen auf 3, 5, 10 Tage, wie man Bock hat. Und die Chance besteht, dass einfach diese roten Kisten auch respawnen. Das reicht mir. Weil wenn ich so in den Kisten jetzt das praktisch gezielt machen kann, ist es mir ein Stückle zu heftig jetzt im Moment für die Spielrunde hier. Kann sein, wenn wir mal irgendwann mehr machen wollen. Wir brauchen schon 20 Ritzel. Und alles und komplette Freude und unser komplettes Glück hängt davon ab, dass wir die Ritzel haben. Dann könnte ich es mir vorstellen, dass ich es auch mache. So, bevor ich jetzt nach oben gehe, lass mich mal gucken. Ja, komm, ich räume das schon mal ins Bo. Bisschen Platz müssen wir auch lassen. Dann können wir nämlich gleich hinten den Respawner einsammeln. Bringe ich das gerade mal schon mal hin. Dann laufen wir noch einmal gemütlich durch. Prozentetechnisch sind wir jetzt bei 67. Also da sind noch Mats drin ohne Ende. So, ich hau einfach alles rüber. Von unten nach oben ist es egal, was rüber geht. Ich nehme sogar Ihmchen hier mit. Und die tue ich jetzt auch rüber. Dann vergesse ich es nachher nicht beim Ausladen. Kann ich sie dann rausholen. Weil die will ich uns auf jeden Fall oben drüber setzen. Über dieses Schild, was wir zuletzt angebracht haben. So. Ja, und dann machen wir jetzt so nach und nach die großen Spots. Auf die freue ich mich sehr.
Feindetechnisch können wir jetzt leider nicht mehr viel ableiten, ne? Weil ich nehme mal an, hier, das ist die eine Insel noch von denen. Den Kriegstreiberstamm, auf die bin ich jetzt ja neugierig. So, das haben wir. Kabeltrommel geht nicht, das wäre aber jede Menge Kupfer. Es sei denn, es ist Schlauch. Ist schon viel drin hier, gell? So, das baue ich auch ab. Das nehmen wir auch mit. Ich habe auch zum Teil jetzt ein paar Sachen aus den Kisten raus, wie Gummi. Und habe es bei der Händlerin getauscht für Metallschrott, weil ich zu viel von dem Zeug habe. Das brauche ich alles gar nicht. Und wenn, kriegst du es ja recht schnell wieder, ne? Guck mal, nach jeder Loot-Tour haben wir die Kisten gefühlt voll halt, ne? Alter, hier stehen ja nochmal 3 Böcke. Ich habe gedacht, wir schaffen es vielleicht noch im Hellen, aber dann zünde ich nachher eine Leuchtfackel, wenn wir drüben sind. Am Lager, dass wir das zu sehen kriegen. Und dann will ich noch was probieren an unserer Außenwand, wie viel Material das kosten wird, wenn ich da wirklich mit einer Mauer arbeite. Weil ich hätte eher Bock, auf so einer Mauer entlang zu laufen und dann in solchen Wachtürmen mich zu verstecken und von da aus die dann zu bekämpfen, wenn sie angreifen. Ne? So, ich glaube, hier haben wir alles. Jetzt kommt noch ein Stock, den dürfte man noch, da dürfte man noch ein bisschen was finden und dann oben hatten wir ja alles soweit. Das war's dann normalerweise. Ne? Ja, guck mal, hier sind die Reste jetzt. Hier das Hotelschild, dass ich das nicht mitgenommen habe. Weil ich das so cool finde. Ja gut, aber hier haben wir auch schon fleißig ausgeräumt. Gut, dann holen wir uns die restlichen Sachen am Lager. Das ist ja immerhin wieder da, das Zeug, ne? Zack. Hier sehe ich nichts. Die Sandsäcke kann man nicht. Jetzt gucke ich hier noch kurz rein. Hier sehe ich auch nichts mehr. Hier ist nochmal eine Kiste. Schöne Geschichte. Ich freue mich voll auf die großen Spots. Aber morgen machen wir erstmal Material weg, ne? Ah ja, richtig. Und die eine Maschinenpistole wollten wir uns bauen, die wir gefunden haben. Vielleicht machen wir das auch noch gleich, wenn wir heimkommen. Sonst vergesse ich's. Hoch müssen wir nicht mehr, oder? Ich glaube nicht. Wenn ich überlege, und das ist ein Early Access Game, das entwickelt sich noch. Die ganzen Ideen, die die Community jetzt eingibt, fließen ja mit den Ideen, die die Entwickler noch haben, zusammen. Und ich glaube, da geht noch einiges. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir hier auch noch Wettereffekte kriegen, die KI sich noch geil verbessert. Machen wir als nächstes die Tankstelle? Wir machen als nächstes die Tankstelle, Leute, oder? Ich glaube, das wird eine Herausforderung, eine kleine. Ist das eine Kiste da hinten? Nee. Jo, ich glaube, das reicht jetzt hier. Komm her, wie viel Prozent haben wir denn? 89, Alter. Wo ist denn das Zeug? Wo ist denn dann das Zeug bei 89? Da oben waren wir doch. Weißt du, was ich glaube? Dass das außerhalb von der Insel noch überall rumfahrt. Ich gehe nochmal eben gucken. Nicht, dass ich da irgendwie auch abgebrochen habe. Nee, da waren wir doch durch. Da waren wir durch. Also irgendwo liegt hier noch jede Menge Zeug. Ich persönlich, mittlerweile haben wir so viel durch Respawn, dass ich jetzt nicht auf jedes Ding angewiesen bin halt, ne? Von daher nehmen wir natürlich auch nicht jedes Ding mit. Hier nochmal ein bisschen Holz. Komm, dann paddel ich kurz rüber zum Spot. Zünd dann eine Leuchtfackel mit euch am Lager. Und dann sind wir aufgehoben. Ja, das musst du wieder aufnehmen. Was kann ich denn noch rüber? Das ist jetzt egal. Waren die Verbände 10 oder 30 Stack? 10. So. Oder weißt du was? Ich lade kurz daheim aus, bis auf die Sachen, die wir gemeinsam montieren wollen. Schlaf, Frühstück und dann gehen wir kurz zum Lager. Beziehungsweise vorm Lager hängen wir noch unsere Schilder auf. Wir können leider nicht schlafen. Ich habe wohl das letzte Mal irgendwie ziemlich spät erst eingepennt. Und im Moment ist oben noch die Abklingzeit. Aber wir hängen auf jeden Fall unser Mäntel aus. So langsam zuckt die Base. Also ich habe das Gefühl, so langsam lädt es nicht mehr so zügig. Hier. Jetzt wird immer mehr klar, was hier abgeht. Gut. Wo machen wir das Hotelding hin? Damit auch klar wird, dass wir hier tatsächlich nur Zimmer vermieten. Hier oben, oder? So geil stylisch. Ist das genial. Okay, das ist wohl meine bunte Seite hier. Habe ich jetzt noch eins? Waren das zwei? Oh, waren das zwei? Das habe ich gar nicht gesehen, dass es zwei waren. Umso cooler. Ajo, das waren zwei. Haut's mich weg. Dann hänge ich hier noch eins hin.
Da wird die Händlerin jetzt auch denken, okay, wenn der Typ da morgens Frühstück macht, dann bin ich doch dabei. Ich habe übrigens gesehen, ich habe sie oben links immer angeheftet. Jetstream Bowrider kostet uns 10 Stahlbarren. Ich will den auf jeden Fall testen. Ich habe voll Bock drauf. Wir haben noch nicht ganz 10 Stahlbarren, aber fast. Weil unser Alterle super fleißig ist, haben wir jetzt dann gleich 10 Stahlbarren, Leute. Zack. Hier, ne? Das wären dann 10 Stahlbarren. Ach, das Ritzelthema, das können wir ja nachher erst testen. Also gut, dann tue ich das nochmal rüber. Wir brauchen auf jeden Fall noch 3 Ritzel. Und ich habe mir gedacht, lass uns doch mal diese Sägebench da aufbauen. Lass uns mal die Sägebench aufbauen. Guck mal, wie viel Materialien wir haben. Ne? Ich brauche 5. 5 hiervon. Und 5 hiervon. Kommt natürlich in die Werkstatt, die gute. Ich setze mal hier hin. So, Säge. Oh ne, aber da will ich sie nicht. Hier? Ne. Ey, wir haben unendlich Platz, ne? Ich setze sie einfach mal hier. Säge ist gebaut. Draht installieren, Holz hinzufügen. Ah, okay. Okay, sie funktioniert offensichtlich elektrisch. Und Holz hinzufügen, ne? Kann ich jetzt schlafen? Gönnen wir uns. 14 Uhr, weißt du? Bin aus dem Rhythmus, das heißt, ich mache noch mal eine kleine Runde dann. Ich mache noch mal eine kleine Runde, praktisch nach der Runde heute mit euch. Und dann sind wir wieder im Rhythmus. Ich will allerdings jetzt die Säge testen. Das heißt, ich muss die Säge verbinden mit oben. Das mache ich jetzt erstmal unschön, damit wir es immer getestet haben. Mittlerweile haben wir so viel Sprit gefunden, dass ich auch immer schon alles hier voll gemacht habe mit Sprit. Hä? Hat es geklappt? Ah, jetzt ist es an. Jo, hat geklappt. So, ich mache 5 Holz hin. Scheiße. Ich habe es abgeheftet. Wieso habe ich es jetzt abgeheftet? Weil ich habe den falschen Knopf gedrückt, klar. So, hier ist das. Da ist es. Digga, waren die besoffen, als sie waren die besoffen, als sie die Säge gemacht haben? Ist wieder so wie immer. Ich sag ja, jede Firma hat aber ihre Lehrlinge, ne? Das hat der Stift gemacht. Und durchs Kabel ist eigentlich, das war dann ich. Also ich war der Elektrostift, aber der Maschinenbauerstift war wieder ein anderer. Sehr geil, macht er die Säge hier so. Sehr gut. Das machen wir hier hin, das machen wir hier hin. Ganz kurz in die momentan alles rein Kiste, was ja nicht weiß Kiste. Eine Planke hat es jetzt gebracht. Eine Planke. Eine. Spiel. Spiel, wieso nur eine? Jawohl, gut, die kann ich ja vorbereiten, ne, für unser Bootle. Wie gesagt, wir haben bis auf die Ritzel alles zusammen und nach denen gucken wir jetzt gleich. Erstmal der Vater kurz hier ein bisschen was rausholen. Zack, zack. Und dann mache ich das Holz hier mit drüber. Das mache ich hier wieder mit drüber. Den schnappe ich mir hier. Und dann haben wir jetzt aktuell 1, 10, 7. Die 10 haben wir, 14 Bretter fehlen mir noch, 3 Ritzel und das restliche haben wir oben. Coole Geschichte. So Leute, ich muss kurz essen, ich sehe es schon. Ausschalten. Hier kümmere ich mich auch mal parallel drum, das sieht man gar nicht mehr, weil ich das nämlich einfach schon routiniert mitmache. Komm, wir gönnen uns hier morgens mal so einen Knallerfaller hier und einen Muschel. So, wir können direkt los rüber zum Lager. Wie gesagt, da will ich nach Respawn gucken und da habe ich jetzt auch zum Testen. Merkst du, wie die Base an manchen Stellen einfach so ein bisschen eiert? Hast du gemerkt? Es gibt so die Stellen, wo sie kurz einmal zuckt. Ah ja, das wollte ich eigentlich auch noch probieren. Komm mal her, das habt ihr ja in den Kommis geschrieben. Wird jetzt wahrscheinlich aber hinfällig. Ich will aber dennoch überprüfen. Nicht überprüfen, sondern testen, was ihr da geschrieben habt. Und zwar war die Meinung, ich sollte mit diesen Mauern, die ich jetzt gerade hier angezeigt habe, die da, wenn ich mit den Mauern, ich setze die, dann kann ich die Falle, die ich immer setzen will, davor setzen und kann die ja wieder wegnehmen und eins weiter rutschen. Ne? Ich persönlich bin der Typ, ich würde jetzt eher das Holz besorgen,
Ja, 100 Holz besorgen, 50 davon dann praktisch verschwenden, weil es dann einfach breng, breng geht. So müsste ich es halt immer wieder aufnehmen, wieder neu setzen. Aber ich will gucken, ob es gerade zu setzen ist. Kann ja sein, dass ich dann trotzdem mal Bock habe. Dann würde ich das vielleicht auch so machen. Ne? Ansonsten ist der Hinweis natürlich vollkommen richtig. Du sparst ja dann Materialien. So, ich brauche, um das zu testen, noch 10 Holz und ein Seil. 10 Holz. Ja, also ich würde da jetzt echt eher... Weil das aber, das ist die Mechanik, die mir nicht so liegt. Wo habe ich die Seile? Die Kisten müsste ich eigentlich auseinanderstellen, weil ich tatsächlich hier manchmal die Kisten nicht erwische. So. Na, hier mit dieser Geschichte. Und das Einzige, was ich noch gucken will, weil ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich es vielleicht doch mache. So. Die hier ist ja snapfrei. Das heißt, du müsstest dir einen Punkt überlegen, wie du das hinkriegst, dass die immer gerade sitzt. Sonst hast du nachher keinen schönen gleichen Ding. Ne? Und das wollte ich kurz checken, ob das vielleicht dann für mich was ist. Ne? Aber du müsstest dann die so setzen und müsstest dann die... Also das funktioniert natürlich ganz klar, wie ihr gesagt habt. Ja, und dann kannst du die ja wieder wegnehmen und weitersetzen. Kein Materialverlust. Top. Wie gesagt, kann sein, dass ihr das bei mir anders erleben werdet. Ich bin nämlich jetzt einfach noch am Überlegen. Jetzt pass mal auf, weil ich will ja da eine Mauer bauen. Jetzt habe ich natürlich die Sachen nicht dabei. Müssen wir nochmal kurz rein. Es ist 16.45 Uhr. Ich habe einfach mal bis mittags gepennt. Habe ich hier noch Metallschrott übrig? Einen? Ne, ich brauche nochmal mehr. Ich muss nochmal ganz kurz hoch. Ich will jetzt noch kurz was checken. So. Dass die Base jetzt zittert, nervt mich so ein ganz kleines bisschen. Es kann sein, dass wir das ganze Ding so aufbauen, dass das ein komplettes Mäuerchen wird. Wobei, 15 pro Mauer, ne, 12 pro Mauer. Ne, hier, das nervt mich dann, dass es dann einfach nicht snappt. Und wahrscheinlich auch nicht gleich wird dann dadurch, ne? Aber es wäre halt nochmal stylischer. Es wäre halt nochmal stylischer. So, und dann müsste ich die aber nach außen anbringen. Und jetzt haben wir das nächste Problem. Wenn ich die nach außen anbringe, hängen sie unten wieder in der Luft. Und da bin ich einfach zu monkig. Hier bin ich einfach zu monkig. Es sei denn, wir haben Glück und die nächste Spike würde gut aussehen hier. Die hängt ja dann da oben, ne? Dann ist es okay. Dann können wir das so machen. Also als Idee. Ich bin mir nur nicht ganz sicher, ob ich das jetzt machen will. Brauche ich dann aber noch Stacheldraht? Dann wäre es halt massiv zu, unser Dings, ne? Also ich finde, glaube ich, die Version geiler, aber wie gesagt, ich würde es mit Holz machen. Lass ich auf mich wirken. Es ist halt jetzt wirklich dunkel, Leute. Aber zum Testen können wir kurz rüberfahren. Brauche ich auch nicht das Ding, ne? So, pass auf, wir fahren kurz ins Lager rüber. Dann schmeiße ich da einmal eine Fackel. Lass mich mal das von hier angucken kurz. Ne, wenn es offen ist, sieht es halt irgendwie cooler aus. Du kannst dann wahlweise von oben schießen, aber dann bringen es die Türmchen nicht mehr, ne? Oder ich mache einfach eine Bettungmauer hin. Dann ist es nicht so hoch. Dann kommt der Stacheldraht schön zur Geltung. Die Fallen passen wieder gut dazu. Und dann eine zweite Spike-Reihe irgendwann. Wenn man Bock hat, natürlich nur. Weil ich will es jetzt nicht mit einer Mauer zumachen. Ich glaube, das wird einfach dann zu viel kaputt machen. Diese halboffene Sicht. Und unten dann schön ein mit... Dann lohnt es sich auch wieder, dass ich mehr Eisen farm. Ne, also hier in den Lagerhallen, da ist auch noch Loot drin, den nehmen wir jetzt mit. Und wir testen aber jetzt hauptsächlich heute, ob diese Kiste da... Ist das Eisen? Dann nehme ich es nämlich gleich mit. Ne, ist kein Eisen. So, ich weiß, dass es kurz dunkel wird, aber gleich wieder hell. Ich schmeiße nämlich jetzt einfach hier quer übers Gelände. Also, ich bin auch so ein Held, Leute. Ich bin auch so ein Held. Die liegt jetzt... Ich habe die Fackel vorbereitet, die rote, ne? Und weißt du, wo sie liegt, ne? Richtig im Segelboot. Müssen wir so kurz durch. Vielleicht tröstet es euch, ich sehe auch nicht wirklich mehr. So, da oben ist ein Metallschrott, den nehmen wir mit. Vielleicht haben wir ja Glück und ich finde noch was. Ich werde mal überall so eine Fackel oder zwei reinlegen, falls mal wieder so ein Tag ist wie heute. Ich freue mich auf dieses andere Boot. Ich überlege gerade, ob ich uns das auf morgen vorbereite. Wie gesagt, 75 Holz, ne, sind's. 50, 75, ja. 75 Holz. Rest hätten wir ja, ne?
Außer das mit den Ritzeln reicht es nicht. Kann das sein, dass da keine... Ich weiß auch gar nicht mehr, wo das rote Ding war, wenn ich ehrlich bin. Und das hier bin ich überzeugt, dass ich das auch... Habe ich nicht gespeichert? Das habe ich vorhin nämlich eigentlich alles schon ausgeräumt vor der Folge. Yeah, baby. Dafür liebe ich dich so sehr. Schade, ich dachte... Guck mal, Teppich, wie geil. Ja, Housing kommt jetzt... Also machen wir morgen gleich mal ein bisschen mit. Erstmal ausnehmen, was wir so haben. Anschauen, welche Größe hat was. Und dann werde ich mir Gedanken machen darüber, wie wir das Zimmer gestalten. Und dann hängen wir es ordentlich auf. Das bereite ich auf morgen vor. Und wir werden dann wahrscheinlich morgen mit unserem Chatstream Bowrider einmal ausrücken. Metallschutt haben wir jetzt auf jeden Fall genug für alle Spikes. Das ist ja schon mal viel wert. Ich glaube, ich ziehe eine Betonmauer. Ich habe auch überlegt, ob ich dann außenrum vielleicht die Halbelemente nehme, die da. Aber ich würde es dann schon mit einer richtigen Mauer machen, einser Höhe. So, hier noch kurz. Die nehmen wir jetzt noch mit. Guck mal, hier zum Beispiel, die habe ich da reingelegt, ne? Das heißt, da war ich auf jeden Fall. Allerdings ist da jetzt nichts respawned. Wobei, ich bin gar nicht aus dem Spiel raus, glaube ich, Leute. Ich glaube, ich bin gar nicht aus dem Spiel raus. Da müssen wir das kurz mit einer Blende machen. Achtung, jetzt kommt wieder der Moment, wo ich viel zu spät, aber immerhin doch noch bemerke, dass ich uns wahrscheinlich eine Fackel bauen kann, ne? Wo ist denn die drin gewesen? Militärrucksack haben wir ja, ne? Ja. Hier. Auf 4 Holz. Aber die hätte ich aber auch gekriegt. Warte mal geschwind. Weil ich sehe nämlich tatsächlich jetzt gar nichts. Und wenn ich gleich nochmal außen einlogge, sollte man auf jeden Fall. Guck mal, hier ist alles wieder voll, ne? Guck dir das mal an. Wie gut. Wie gut halt einfach mal. So, viel besser. Jetzt sehe ich sogar mit meinen Hühneraugen was. Bin ich in der richtigen Halle? Ich meine, da hinten war dieses rote Dingens. Jo, da steht's. Aber ich bin nicht aus dem Spiel raus. Das heißt, da wird jetzt nichts drin sein. So, jetzt pass auf, wir probieren das jetzt einfach mal live zusammen. Ich nehme die jetzt raus, log außen ein und dann gucken wir nochmal. WB. Ja, tatsächlich, wie wenn sie neu gespawnt wäre. Guck dir das an. Ist das, geht es auch, wenn ich eins drin lasse? Wenn ich eins selber von mir ein billiges reinlege? Sie ist auf jeden Fall noch da. Jo, also das funktioniert jedes Mal. Ja, aber das ist ja... Jetzt habe ich es gerade tatsächlich nochmal probiert mit einer Leichtigkeit, weil jetzt können wir uns das Boot bauen. Das war aber auch das letzte Mal, dass ich die Mechanik benutze. Ich werde halt alle 3 Folgen darauf hingewiesen, dass man ja so viel schneller an sein Loot kommt. Ich wollte es jetzt einfach auch mal in der Folge drin haben, dass wir es gesehen haben gemeinsam und nochmal sagen, ist nicht meins. Ist nicht meins, ist jetzt einfach eine Ausnahme. Aber für diejenigen, die vielleicht einfach beruflich wenig Zeit haben zum Zocken und auch das geile Boot bauen wollen, die können sich natürlich auf die Art ihre Ritzel holen. Ja, also da kann ja jeder machen, wie er möchte. Also es ist auch keine Wertung, wenn ich sage, ich will das einfach nicht. Das ist einfach nur so, wie ich das halt mache. So, weil wie gesagt, da war ja hier leer, der Spot. Und diese rote Kiste ist ja auch schon respawned. Also die Chance, die Dinger zu kriegen, die reicht mir. Jetzt habe ich es natürlich gemacht. Das heißt, wir werden dann morgen Jetstream-Boot sehen. Wir werden morgen definitiv unser... Ist das so unnerz? Wir werden morgen definitiv unseren kompletten Stacheldraht haben. Und ich werde mir nochmal ganz kurz anschauen mit euch, wie das aussieht, wenn wir da eine Mauer hinmachen. Also Stacheldraht, Doppeldreie Spikes, Mauer, Falle und dann so ein Wachtürmchen hinklatschen. Dass wir ein Wachtürmchen mal machen morgen gemeinsam. Da hätte ich Bock drauf. Warte. Die da, die kann ich ja dann irgendwann, weißt du? So. Täschchen sind voll. Jetski hat ja keinen Kofferraum. Das heißt, ich fahre jetzt heim. Und wir sehen uns dann morgen wieder in alter Frische. Mit den Dingen, die ich da jetzt angekündigt habe. Warte mal. Guck mal. Da liegt halt einfach mal der Benzin rum noch. Ich sortiere halt immer dann in dem Moment aus, ne? 9 Stück habe ich, also 10, 11, 12, 13, 14, ja, kommt das. Zack. Sprit haben wir auch schon wieder drin. So, machen wir das. Und übermorgen, Leute, hält mich nichts mehr. Gehen wir die Tankstelle clear machen. Ich habe schon wieder Bock mit meinem... Ei, und die Dings bauen wir uns morgen noch. Dieses neue Maschinendings, was wir da gefunden haben, ja? Gut.
Jetzt darf ich natürlich nicht mehr nur noch Stahl herstellen, wenn ich das mit der Mauer mache. Ich glaube, das wird gut. Das freue ich mich drauf. Das machen wir morgen. Jetzt haben wir so viel Mats. Können wir auch ein bisschen rumprobieren. Dann stellen wir noch ein paar Gimmicks auf. Ne, warte mal. Ich wollte einmal kurz... Ich habe jetzt mehr Treibstoff, als ich ausgeben kann. Und wir haben ja auch eine Treibstoffdestille, wenn ich es richtig weiß. Gell? So, Leute. Schönes Ründle war es. Wir waren entspannt looten. So muss es sein. Ich glaube, heute ist Sonntag, ne? Morgen geht es gerade entspannt weiter. Allerdings mit Angriff an und so Geschichten, ne? Ist klar. Ich freue mich drauf. Bis dann.